Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Let's Play Spyro the Dragon. Letztes Mal also zwei Welten, die letzten zwei Level vor dem Boss in dem Magic Crafters abgeschlossen. Jetzt also sind wir wieder zurück in den Artisan-Welten, denn wir haben letztes Mal einen Tipp bekommen, wir sollen bei den Wasserfällen auf den Stein hüpfen, denn da gibt es noch ein Fluglevel, was es in der anderen nicht gab. Es musste ich leider den Ballonfahrer schon anquatschen, der uns ja storymäßig was gesagt hat, aber ich denke, das ist nicht so wichtig. So, da haben wir das. Okay, wir müssen alle... Genau. Jetzt müsste sich das öffnen. Genau, wir haben alle auf die Steine gesprungen. Alle zum Leuchten gebracht. Spyro putzt sich erstmal noch eine Runde. Ja, der Kamm liegt. Und dann geht's ab in den Sunny Flight. Also auch das eine verrückte Zeitwelt, Flugwelt. Da haben wir wieder ein paar Minuten brauchen. Aber ich denke, der Profi, euer Hansa-Fan, kriegt das natürlich hin hier. Also erstmal diese Züge, denke ich mal. Da sind wir gleich zwei drauf. Natürlich ärgerlich, dass wir hier nicht alle Züge bekommen. Deswegen fliegen wir lieber den Zügen entgegen. Das macht das die Sache deutlich leichter. Aber einer fehlt uns noch. Und tada, damit haben wir die auch erledigt. Welche jetzt kommen, kann ich euch leider nicht sagen. Ist auch nicht gerade sehr einleuchtend hier, was jetzt drankommen könnte. Das ist natürlich sehr blöd gemacht. Da sind Ringe. Also, und hier sind Kisten. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Genau, ich habe mich schon verkackt. Das bringt jetzt erstmal nichts mehr. Mal gucken, was sie hier vorschlagen. Fässer, Bögen und Flugzeuge. Und die Kisten ganz zum Schluss. Ah, ja. Okay, neuer Versuch, logisch. Dann fliegen wir jetzt gleich mal in die Richtung, um die Fässer zu kriegen. Wir müssen nicht so viel Zeit verschwenden mit dem Hin- und Herfliegen. So, man kommt gleich um die Kontrolle, wenn man hier so hoch und runter fliegt. Die haben die Kisten auch schon mal gekriegt. Sehr gut. Jetzt müsste vielleicht noch eine Maschine kommen. Genau, jetzt die Bögen. Die kommen da jetzt. Okay. Da ist der nächste. Alles klar, das haben wir schon mal gut hingekriegt. Ich zumindest. Weiß nicht, ob ihr das auch so gut hinkriegt wie ich. So, da ist der nächste. Das ist doch wieder alles sehr weit auseinander. Schwierig, das alles zu kriegen hier. Da ist noch ein Bogen, da kommen jetzt die Flugzeuge. Verdammt, wenn ich natürlich die schon alle verfehle, dann brauche ich mich nicht wundern. Wow. Das war schlau. Zwei sind noch. Müssten sich auf dieser Höhe befinden. Einer ist auch noch. Komm schon, da ist er. Der Vogel. Okay, jetzt die Kisten. Die sind... Ah, wir haben noch nicht alle Bögen geschafft. Na, klasse. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Super, Kevin. Super. Aber das wäre natürlich total dumm gemacht, denn wie soll man jetzt so schnell zu den Kisten hinkommen? Das ist total bescheuert. Das schaffen wir niemals. Man kann versuchen, hier die Kisten. So. Na, vielleicht wird das ja doch noch was. Da ist noch eine Kiste. Drei Stück sind es noch. Na, das wird doch noch was. Das wird was. Das wird was. Boah. Bin ich gut, oder was? Beim zweiten Versuch bereits alles geschafft. Das ist Rekordzeit innerhalb von 4 Minuten. Puh, ich bin begeistert. Ich bin der Kevinste, superbeste, keine Ahnung, nein, nein, ich höre auf, nein. Neuer Versuch, nein, um Gottes Willen. Nein, ich sollte nicht zu viel angeben, das ist, glaube ich, nicht gut für mein Ego. Doch, das ist gerade gut für mein Ego. Ach, leck mich. Nein, lieber nicht. Ich bin hier, ich weiß, ich bin hier immer ein bisschen aufgedrehter als beim Fußball Manager. So, jetzt fehlt uns noch das Boss-Level von den Magic Crafters, dann können wir schon in die nächste Welt, und zwar zu den Beastmasters. Da sind richtig verkackte Welten bei, muss ich ehrlich sagen. So, Marco, der Ballonfahrer. Ja, Magic Crafters haben wir schon, die Beastmasters zur Verfügung, da können wir schon hin quasi. Aber wir machen alles nach der Reihenfolge. Und haben jetzt die Artisan-Welt abgeschlossen, also wir sind richtig gut. Danach kommen, glaube ich, nur noch zwei Welten. Die Dreamweavers, glaube ich, heißt das, und der Narsinox-Welt. Also, pff, wir sind ganz gut.
Können wir nicht gleich hier rüber fliegen, um uns ein bisschen was zu ersparen? Ich glaube nicht. So, du bist dran. Ihr seid dran. So, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Dass wir hier auch noch die Heimatwelt schaffen von den Beastmasters. Das habe ich mir schon vorgenommen. Aber erstmal muss man natürlich ein paar Leben holen, wenn man nicht so blöd wäre wie ich und gegen die Steine rennen würde. Aber 5 Sekunden vorher habe ich mich noch gelobt, wie so ein bekloppter Schwein. Hallo, ich will... Na bitte. Ah, muss ich da extra hochrennen? Echt? Mann, ist das wirklich euer Ernst? Ihr seid alle bescheuert. Blöd, Mann. Das wird zu langsam, wa? So, wir müssen gleich auch wieder ein Leben voll haben. Das würde ich schon gerne machen. Denn so wie ich mich kenne, verliere ich ganz schnell wieder ein paar Leben. Da haben wir schon wieder 13, jawohl. Ja, du bist erst recht tot. Und du sowieso. Und ihr ist recht. Lasst mich in Ruhe. Na. Hallo. Aufheben. Blöde Libelle. Und den auch. So, und jetzt geht's ab zu Blowhard. Der Boss von den Magic Crafters. Bum, brum, bum, 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 brum, bum. Tolle Musik. So, hier haben wir so viel mit diesen komischen Hexerinnen zu tun. Mann. Ey! Bin schon zu doof. So, dann wieder dieses Feuerwerkchen. Da haben wir ein paar Edelsteine dabei. Wie viel gibt's hier? 400 auch. Auf wieder nur ein Drachen. Alles klar. Also auch die Boss-Level werden länger. Die Boss-Level werden länger. Hat der nicht auch noch einen Lebensstein liegen lassen? Habe ich ihn schon aufgehoben. Okay. Da ist übrigens der Boss. Blowhard. Da ist er. Dieser komische Sturm mit Hut drauf. Und Arm. Und dann müssen wir da irgendwie rein, glaube ich. Okay, hier kommen wir doch noch nicht rein. Wir müssen wahrscheinlich ihm erst eine Lektion erteilen. Jetzt haben wir es, genau. Und er geht da durch die Tür. Okay. Ach, na ganz klasse. Boah, haben die zugenommen, diese komischen Idioten, oder was? Habt ihr zugenommen? Ich glaube ja. Edelsteine. Ich bin gierig. Ah, wie geil, Sack. Nein! Meine Gier bringt mich bald um. Und ich glaube, der hat abgenommen. Hast du abgenommen? Nee, du bist genauso fett. Nein! Oh Gott. Und da haben wir den Drachen dieses Levels. Und wehe, der sagt nur danke, dass du mich befreit hast. Das kann nicht sein. In einem Boss-Level, dass er mich danke. Naja, wisst was ich meine. Befreien Altair. Oder Altair. Danke, dass du mich befreit hast, na. Spyro. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich in diesem Kristall gefangen war. Ich weiß es auch nicht. Wer bist du noch gleich? Nichts wie weg hier. So, da gibt einem ein Boss, glaube ich, nicht mehr Tipps. Okay, so, da haben wir wieder die Viecher. Ah, verstehe. Ich muss mich darauf stellen, dann komme ich zu ihm dichter. Aber der ist auch so fett. Die waren doch sonst dünner, oder nicht? Waren die nicht sonst dünner? So, der schiebt mir den auch wieder rüber. Vielen Dank. Ist ja auch so fett. Meine Fresse, nimm mal ab. So, hier geht's weiter. Da ist der komische Typ wieder. Hier gibt's noch Edelsteine, und dann sind wir da wieder, alles klar. So, dann müssen wir hier weiter. Na. Hier ist eine Kiste. So, da ist dieser komische Vogel wieder. Okay, jetzt lässt er sich noch nicht treffen. Ey, du Blödmann, bist du nicht ganz dicht oder was? Jetzt hat er sich treffen lassen. Was kann ich hier ab, ey? Und da war nur einer drin, okay. Und wieder wurden wir mal geschadet. Ich dachte, wir schaffen es mal unbeschadet durch ein Boss-Level zu kommen. Und das ist, glaube ich, der Endkampf hier. Der epische Endkampf. Ja. Ihr habt es gesehen, das war ein epischer Endkampf. Da, die Musik ist schon vorbei. Also wir haben es im richtigen Zeitraum geschafft und damit haben wir die komplette Welt geschafft und sind noch knapp unter 10 Minuten geblieben. Boah,
Ich fasse es nicht. Also jetzt geht's zu den Beastmasters. Die Heimatwelt müssen wir auch erstmal vollkriegen. 5500 Edelsteine, ich glaube 20.000 gibt's hier. Oder doch noch 12? Oder 14.000? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube es gibt nur 12.000 oder 14.000. Ich weiß es nicht genau. So, dann geht's jetzt hier mit Tuco. Du bist doch schon eine Tucke. Ja, er hatte gesagt, danke, dass du alle Edelsteine, alle Eier gefunden hast oder so in der Art. Also wisst ihr Bescheid. Beastmasters, ab geht's dahin. Da gibt's viele Biester. Ihr werdet sehen, was ich meine, mit was für Viechern wir es da zu tun haben. Also es gibt auch jeder seine eigenen Gegner immer, ne? Also interessant, interessant. Außer diese komischen Orks mit den Kanonen, die gibt's wirklich nur in der Peacekeeper-Heimatwelt. Sonst nichts woanders. Also das fand ich schon mal ein bisschen gruselig. Das war schon mal ein bisschen angsteinflößend, als kleines Kind. Da hinten, oh, da funkelt was. Also, alles dunkel hier. Okay, das macht kein Geräusch. Geht's hier rein? Nein, das ist nur eine komische Brühe. So, hier, Achtung, Stromfeld, aufpassen. Die komischen Typen finden es cool, den Boden unter Schrot zu setzen, weil sie so eine Gummischuhe anhaben. Schadet es ihnen natürlich nicht. Mit dem werden wir jetzt auch wieder ein paar Level zu tun haben. Also ist wieder ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Während in den späteren Spyro-Teilen ja in den Heimatwelten keine Gegner sind. Da haben wir schon den ersten Drachen. Wie viel gibt es hier? 2 nur? Wow, und nur 300 Edelsteine. Oh Gott, das wird eine kleine Welt. Bruno! Nasty Nog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Dabei war es hier früher so schön. Ja, klar doch. Spyro, ja, klar doch. Also, elektrische Müllhalde, sagt er. Hier wird das erste Level, das machen wir natürlich erst, wenn wir hier alles fertig haben. Aber das würde doch recht schnell gehen, denn hier gibt es ja gar nicht so viele Edelsteine, wie ich dachte. Ja, na klar, ich bin natürlich so doof, lass mich treffen. Und da gibt es noch Wildschweine, ach wie schön. Ey, blödes Mistviech. So, das bleibt so, okay. Aufpassen, in späteren Leveln sind diese komischen Bäume noch Gegner, also da muss man sehr aufpassen. Ich gehe jetzt noch fix zurück, um eine goldene Libelle zu holen. Denn da warten noch ein paar Schweine auf uns. Das meine ich wörtlich. Oh Mann. Kann man nur so dumm sein. So, rechts. Gibt's echt nur 2 Drachen? So unglaublich. Hey, du fettes Scheißvieh. Ich weiß nicht, wie Wildschwein schmeckt, aber es soll gut schmecken. Und da haben wir schon alle Drachen befreit in diesem Level. Klitos oder so. Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Was? Scheiße, ich hab's akustisch gerade nicht verstanden. Okay, höre ich mir später nochmal an. Ich hab den Drachen gerade echt nicht verstanden. Ich höre den gerade am Rücken. So. Edelsteine, yep. Zack und zack. Hier ist ein paar Kisten, aber wenig wert haben die Edelsteine alle. Sehr schade. Vielleicht schaffen wir ja das Fluglevel heute denn hier in diesem Level noch. Das könnte... Ach, du großer Gott! Willst du mich verarschen? Bist du denn des Wahnsinns? Meine Libelle ist tot. Nein, Sparks, komm zurück! Wo ist hier so ein komisches Huhn? Hallo, Huhn? 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 Ich will nicht mehr sterben. Ach, Mann. Tollpatsch, ey. Sehr neblig ist es hier auf jeden Fall. So, holen wir uns hier die Hühner wieder. Obwohl ich gerade keine Hühner entdecken kann. Na, klasse. So, hier ist eins. Da ist eins. Mehr aber jedenfalls nicht. Toll. Bah. Aber, ja, nee. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen hier. Das wären ja 4 Level in einem Video. Oh Gott, das wäre des Wahnsinns. Ach, aber weil die Level hier intensiver werden und länger, werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge das Fluglevel und ein anderes Level machen. Fluglevel, wie heißt es hier? Wildflight. Oh mein Gott. Ein wilder Flug. Hallo. Ich möchte gerne... Ach, muss springen. Okay. Kann man ja auch ranschreiben, oder? Boah.
So, ich bin wieder sehr gut zu Scherzen aufgelegt. Dicke Schwein nicht mal gleich getroffen, ohne von dem geschadet zu werden. Hier haben wir einen dicken Baum. Was damit auf sich hat? Ach ja, genau, weil dieses Level hier viel mit Bäumen zu tun hat. Das war richtig scheiße, das Level. Da werden wir unsere Probleme haben. Da wird es mir richtig schwer sein, einen Drachen zu befreien. Es gibt nämlich zwei Drachen in diesem Spiel, die sehr schwer waren zu befreien. Und da ist einer davon bei. Also könnt ihr fast gefasst machen, dass das Level ein bisschen länger wird. Dass wir da keine, in der Folge, wo wir das machen, keine zwei Level schaffen in der Folge. Haben wir wieder Leben, 14 Leben, sehr gut. Wir können mal wieder ein bisschen sammeln, das wir gebrauchen können. So, den Typen hier, den machen wir gleich fertig. Da ist wieder einer. Sehe ich hier noch einen Edelstein rum? Yep. Warum sind die so versetzt? So, das haben wir geschafft. Hier geht's auch wieder nicht rein. War es hier echt kein Drachen mehr? Ist ja unglaublich. Na, halt noch nicht fliegen. Genau deswegen. Jetzt sollten wir los. Okay, wie man dahin kommt, leuchtet mir so ein bisschen ein. Aber da, okay, das wird schwierig. So, warten wir kurz noch. Ich will nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Wir haben ja jetzt Zeit. So. Also, okay, von da oben, glaube ich, kommt man da hin. Na, komm schon. Ja. Oh Gott, bin ich müde. So, dann haben wir hier noch das und das und das. Und ich glaube, wir haben schon wieder genug Bedingungen erfüllt, um in die nächste Welt zu kommen. Was müssen wir erfüllen? Oder ist es, noch nicht, ist es schon erfüllt? Es tut mir so leid, dass die Drachen immer noch in Kristallen gefangen sind. Vielleicht geht es mir etwas besser, wenn du 50 Drachen gerettet hast. Alles klar. 50 Drachen will er haben. Es sind nur noch zwei. Aber wir machen natürlich wieder alles fertig. Sehr steile Treppe hier übrigens. So, hier geht's. Da geht's nicht rein. Geht's hier noch irgendwas Nützliches? Das aussieht nicht. Die letzten Edelsteine. Alles klar, der Weg führt hier hin. Mit den Edelsteinen, also ist eindeutig, wo, von wo wir abspringen müssen. Schlüssel haben wir. Oh, ich glaube, von hier kommen wir nicht wieder drüber. Deswegen müssen wir diesen Weg gehen. Und natürlich vorher sterben. Ach man, leck mich doch. Wenn man so doof sein kann wie ich, ne? So. Der Weg müsste belohnt werden. So, die ist schon holen wir uns gleich, wenn wir das Huhn hier gerettet haben. Nein, das Huhn gerettet haben, sondern getötet haben. Na, kommst du her? Kommst du her, Huhn? Sehr gut, jetzt müssen wir alles haben. Ist es so? Ist es so? Ist es so? Ist es so? Yeah! So, aber da wir jetzt 18 Minuten rum haben, ich mache die Folge. Ich habe keinen Bock, die Folge kürzer zu machen. Ich will das Spiel auch innerhalb von wenigen Folgen rumkriegen. Deswegen habe ich jetzt doch noch Bock, das Fluglevel zu machen. Ich habe Bock, ein Fluglevel zu machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir machen noch den Wild Flight hier fertig. Dann wird die Folge, weil es da länger dauert, etwas länger. Aber ansonsten. Lieber überlänger als zu wenig. Ja, ist so. Ich will die Folge auch, ich will das Spiel auch innerhalb von möglichst wenigen Parts durchkriegen, von daher. Gut, ich könnte alles in einem Part machen, ne? Aber so blöd bist ja kein Mensch. Ich will, dass ihr dran bleibt. Also zwei Fluglevel in einem Video. 25 Sekunden, das wird ja immer weniger hier. So, ich will erstmal wissen, was hier Sache ist. Was am besten zuerst? Boote, Bögen, Flugzeuge, Kisten. Das ist irgendwie wiederholt sich. Die Boote sind neu. Okay, erst also die Boote. Da schon mal das erste. Das ist sehr gefährlich hier. Aber wir können auch hier gleichzeitig was erledigen. Auch gut. Wow. Knapp. Wir müssen hier was gleichzeitig erledigen. So blöd kann man nicht sein. Ach, Engler. So. Nächstes Boot. Bogen. Boot. Bogen. Boot. Boot, 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 Boot. Sehr schön. Wenn wir in die andere Richtung fliegen müssen, wäre vielleicht einfacher gewesen. Man kann ja keine ahnen. Hallo.
So was Freches. Mein, Mann. So, ein Boot gibt's noch. Wo das schon wieder ist, frage ich mich. So, dann machen wir halt einfach mal die Bögen schon. Müssen wir gezwungenermaßen, ja, es geht wieder, es gibt People los da. Ach nee. Haben wir wieder nichts fertig gekriegt. Das ist noch ein Boot, sehr schön. So, dann die Bögen. Dann mache ich jetzt einfach mal die Kisten, weil ich so sozial bin. Nein! Ich weiß es nicht. Das war wieder total dumm verteilt bei diesen Booten. Also, die Kisten eigentlich zum Schluss. Okay. Okay, dann machen wir die Boote jetzt diesmal in diese Richtung. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Warum immer Flugzeuge sein sollen. Oh, den Bootfahrer kriegen wir auch noch ran hier. Läuft hier noch ein anderer rum? Natürlich nicht. Doch, da läuft noch einer rum. So, dann war Bögen dran, ne? Aber ich glaube, wir machen die schon wieder total falsch rum. Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Ich glaube, hier ist es so richtig rum. Nee, eigentlich nicht. Ich fasse es nicht. Ich bin einfach zu doof dafür. Also dieses Level ist wirklich total krank. Mal ehrlich. Bögen. Bögen. Und wo bitte sollen hier Flugzeuge sein? Meine Damen und Herren. Also wo eindeutig, dass wir jetzt erst die Kisten machen müssen. Ah, nein, nee. Und wieder läuft an die Zeit davon. Oder sowas von. Nein! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Flugzeuge, ja, natürlich. Wie soll man das schaffen? Verdammt nochmal. Ist das total hohl? Das ist mal wieder total hohl. Aber hier kann man nicht wirklich was strukturiert machen. Man muss es wirklich anders machen. Halt da hoch. Dann da wieder runter. Dann durch die Bögen durch, um den Typen hinterher zu fliegen hier. Wow, das war gekonnt. So, einen Bogen haben wir noch. Einen Bogen und ein Boot. Wo ist der andere Typ mit seinem Boot jetzt wieder? Der fliegt natürlich wieder irgendwo hin, wo er nicht hin soll. Das ist natürlich wieder sehr praktisch. Aber jetzt haben wir das auch schon mal. Sehr gut. Heißt, wir können uns wieder um die Kisten kümmern. Und um die Flugzeuge. Natürlich. Da haben wir wieder ein Flugzeug. Sehr gut. Also, na, sehr gut ist was anderes. Aber okay, wir haben die Kisten schon mal und können uns jetzt um die Flugzeuge kümmern. Das ist ja sehr gut. Das ist jetzt doch sehr gut, ja? Das ist doch sehr gut! Nein, ist es nicht! Um Gottes Willen, ihr scheiß Flugzeuge. Euch kriege ich dran. Aber sowas von kriege ich euch jetzt. So, noch eins, bitte. Ich muss von denen hinterher fliegen. Nein, verdammt. Die Zeit läuft ab. Ja. Komm schon. Muss noch eins. Da ist noch eins. Zwei sind noch. Zwei sind noch. Den zuerst. Und jetzt kommt den hier. Yes! Ich hab's geschafft. Oh Gott, war der laut. Ja! Gut. Die Level, das Level auch geschafft. Boah. Haha, das war sehr knapp eben. Wieder mal. Aber ich hab's geschafft. Damit sind wir damit auch durch. Und ich kann mal wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao.